Frage. Facebook Live? Oh ja. Sind Sie nicht auf Facebook? Doch, ich bin auf Facebook. Aber ich kenne Facebook Live nicht. Ich weiß immer nur, dass auf meinem Handy so eine Funktion aufleuchtet. Machen Sie doch endlich mal das. Und ich denke mal so, na. Also ja, jetzt weiß ich's. Der Herr Ullmann ist ja, was Social Media etc. anbelangt, sehr aktiv. Er hat den Tipp gegeben, ich soll einfach nur Fotos posten, unkommentiert, wo ich möglichst maximal gut aussehe. Das ist ein sehr charmanter Tipp von einem Kollegen. Er hat gesagt, ich soll auch nicht auf Twitter gehen, weil ich habe nichts zu sagen. Das ist ja wirklich sehr charmant. Ja, ja. Ich nehme mal an, die Dreharbeiten waren sehr lustig. Was ist denn da jetzt dran, dass Sie gestern in Düsseldorf bei der Premiere abgestürzt sind? Abgestürzt? Was hat Christian erzählt? Ja, er hat erzählt, dass Sie gestern... Du hast gesagt, wir sind abgestürzt. Ich habe erzählt, dass du ein bisschen was über den Durst getrunken hast gestern. Das werde ich jetzt immer getragen. Also gut, ich möchte hier mal klarstellen, wir haben einfach nur das Auto zusammengetan. Da kann man zu stehen. Spinnst du? Aber was soll das? Das kannst Christian, du doch, das ist doch Vips in the City. Christian. Kannst du das doch mal erzählen. Sie hat gestern ein bisschen... Gut, ich gebe zu, ich habe Christian abschleppen wollen und habe versucht, ihm Alkohol einzuflößen. Und das Problem ist, dass ich dann immer den Alkohol getrunken habe und er nicht. Und ich konnte ihn nicht abschleppen. Ja, yeah, und wir haben unsere erste Enthüllungsstory. Ja, tut mir leid, aber war leider so. Leider eben nicht. Ganz kurz zum Film. Kurze Zusammenfassung, warum sollte man den anschauen? Man sollte ihn anschauen, weil es ein sehr gut gelaunter Sommerfilm ist, bei dem man viel lachen kann und die Figuren aus Maria im Schmeck sich einfach wieder sieht und die Situation vielleicht noch ein klein wenig absurder und lustiger sind.